Herzlich willkommen zur Zusammenfassung der 5. Etappe der Baskenland-Rundfahrt 2021. Die Etappe von heute bestand aus 160 Kilometer und es gab nur 3 Anstiege der 3. Kategorie, aber die waren sehr weit vom Ziel, also war es heute eigentlich die einfachste Etappe dieser Rundfahrt. Honoré, Czerny und Bernat setzten sich mit Ide Schelling von Bora Hansgrohe und André Amador von Ineos Grenadiers nach 15 Kilometer vom Feld ab. Andreas Legnesund von Team DSM stieß nach 50 Kilometer zum Quinet hinzu. Der Vorsprung der Ausreißer wurde danach vom Peloton auf unter 3 Minuten begrenzt. 33 Kilometer vor dem Ziel musste Legnesund seine Begleiter am letzten Berg des Tages ziehen lassen. Die beiden, der Königfahrer und Bernat, drückten in der Abfahrt aufs Gas, wodurch Schelling und Amador nicht mehr folgen konnten und der Vorsprung des Trios von 60 auf 90 Sekunden anstieg. Jesús Herrada von Cofidis wagte im Feld im Anstieg einen Angriff, der in der Abfahrt von Omar Fraile und Alex Aramburu, beide von Astana, gekontert wurde. Die beiden Spanier näherten sich der Spitze bis auf 40 Sekunden, bevor sie auf den letzten Kilometern dann noch wieder ins rasende Feld zurückfielen, in dem mehrere Mannschaften zusammenarbeiteten. Das Spitzentrio aber hielt stand und büßte bis zu den letzten 8 Kilometern, als es die Küste entlang ging, nur wenige Sekunden ein. 4,8 Kilometer vor dem Ziel attackierte Honoré seine Begleiter an einer kurzen Steigung. Da Bernat nicht folgen konnte, griff Czerny den Franzosen von dessen Hinterrad an und fuhr zu seinen Teamkollegen vor. Das Duo erreichte ungefährdet den letzten Kilometer und klatschte sich 500 Meter vor dem Ziel ab, ehe der Däne die Etappe gewinnen durfte. Hier sehen wir jetzt das Top 10 der Etappe. Erster wurde Honoré, zweiter sein Teamkollege Josef Czerny mit derselben Zeit, dritter Bernat mit 17 Sekunden Rückstand und dann schon das Peloton mit vierter Impey, fünfter Simon Clark, sechster Oldani, siebter Roglic, achter Simon, neunter Magnus Kurt Nielsen und zehnter Tadej Pogacar. Das Feld kam mit 28 Sekunden Rückstand. In der Gesamtwertung, wie ihr hier seht, ist nichts passiert, da alle auf die Königsetappe von morgen warten, wo es wahrscheinlich sehr viele Attacken gibt. McNulty ist immer noch der Leader, zweiter Roglic mit 23 Sekunden Rückstand, dritter Vingegaard mit 28, vierter Peyo Bilbao mit 36, fünfter Pogacar mit 43, sechster Buchmann mit 1,7, siebter Valverde mit 1,13, achter Izagirre mit 1,15, 9. Landa mit 1,23 und 10. Van Zevenaert mit 1,32. Und das war's mit der Zusammenfassung von heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben und wir sehen uns morgen mit der Zusammenfassung der letzten Etappe, die der Baskenland-Rundfahrt und wie ihr hier im Profil seht, die Königsetappe. Macht's gut!